Liebe Ehrenamtliche, mein Name ist Britta Dumser, ich bin Psychologin und Doktorandin bei Refugio München. Die Bilder, die uns alle aus der Ukraine erreichen, sind schrecklich und beängstigend. Viele Menschen verlieren gerade ihr Zuhause und sehr viele Familien werden auseinandergerissen. Tatkräftig und mit großem Engagement unterstützen Sie bereits viele Menschen, die gerade vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten. Vielleicht haben Sie bei sich zu Hause eine Person oder Familie aufgenommen oder Sie helfen am Bahnhof, übersetzen oder helfen, wo immer es geht. Aus der Ukraine geflüchtete Menschen fühlen sich erst einmal erschöpft, verloren und haben Angst um ihre in der Ukraine gebliebenen Angehörigen. Vor allem für Kinder und Jugendliche ist die aktuelle Situation emotional schwierig zu verarbeiten. Meistens sind Väter oder Brüder zum Kriegsdienst in der Ukraine zurückgeblieben. Das bedeutet, dass ihnen Menschen begegnen, die sich in einer Krisensituation befinden. Wenn Familienmitglieder körperlich abwesend sind, aber für die Betroffenen in Gedanken und emotional sehr präsent sind, spricht man von einem mehrdeutigen Verlust. Das ist vor allem in der jetzigen Phase eine große Belastung, die Kinder und Frauen erleiden müssen. Vor allem, wenn sie erfahren, dass ihr Vater, ihr Ehemann und andere in der Ukraine Verbliebene im Krieg getötet wurden. Das führt neben Reaktionen auf die schrecklichen kriegerischen Erlebnisse zu einer Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen. Zum Beispiel Reaktionen auf Verlust und Trennung von Angehörigen. Manche Menschen leiden unter großer Angst und Sorge um ihre Angehörigen. Manche betrauern den Tod von Menschen. Viele schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Andere haben Schuldgefühle, weil sie sich selbst in Sicherheit befinden und Angehörige oder Freunde in Gefahr bleiben. Viele sind wütend oder voller Hass auf die Besatzer. Betroffene haben häufig Zukunftsängste, denken sehr viel über die Geschehnisse in der Ukraine nach und verfolgen oft stündlich die Nachrichten in den Medien. Aufgrund dieser extremen und andauernden Belastung leiden die meisten unter einer schweren Erschöpfung. Sie sind zum Beispiel appetitlos, leiden unter Schlafstörungen oder klagen über massive Kopfschmerzen. Sie haben keinen Antrieb oder Interesse an sozialen Aktivitäten. Sie fühlen sich auch mal unfähig, sich emotional zu engagieren und können oft nur die notwendigste Versorgung der Kinder gewährleisten. Viele befinden sich in einer Art Schockzustand, der sie sowohl psychisch als auch körperlich lähmt. Andere dagegen sind in dieser Phase äußerst aktiv, kümmern sich um andere, aber achten dabei nicht auf ihre Grenzen der Belastbarkeit. Besser nicht spüren, wie schlecht es mir geht, ist dabei manchen die Devise. Solche Reaktionen sind nicht pathologisch oder als Vorstufe einer posttraumatischen Belastungsstörung zu sehen. Denn viele Menschen leiden vielmehr unter einer vorübergehenden, akuten Stressreaktion. Das ist eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation. In solchen Situationen brauchen Menschen Unterstützung, damit sie schrittweise zur Normalität zurückkehren, ihre Stärken wiederherstellen und ihren neuen Alltag in Deutschland bewältigen können. Damit Sie Ihre ehrenamtliche Tätigkeit in dieser Krisensituation gut bewältigen können, möchten wir Ihnen in diesem Video ein paar Informationen geben, wie Sie geflüchtete Menschen aus der Ukraine gut unterstützen können und darüber, was die Betroffenen gerade brauchen. Aus der Forschung weiß man, dass direkt nach einem schlimmen Ereignis Sicherheit zu vermitteln sehr wichtig ist. Es schützt vor einer Zunahme der bestehenden Symptomatik. Deshalb sind alle Angebote, die Sicherheit vermitteln und Stress und Angst reduzieren, sehr förderlich. An erster Stelle geben muttersprachliche Informationen eine erste Orientierung in der neuen Umgebung und helfen Menschen, dass sie sich zurechtfinden. Eine ruhige Umgebung mit Möglichkeiten des Rückzugs gibt den Betroffenen Sicherheit. Neben der Sicherheit brauchen Menschen in akuten Stresssituationen soziale Unterstützung bzw. das Gefühl, nicht allein zu sein. In den schwierigen Momenten der Trauer und Verzweiflung können Sie nun positive Zuwendung geben, indem Sie Trost spenden, selbst wenn Sie die Sprache nicht beherrschen. Einfach da sein kann das Wichtigste sein. Mit Übersetzungs-Apps, zum Beispiel DEEPL, geschrieben D-E-E-P-L, können Sie außerdem mit Menschen in Kontakt treten und einfache Dinge kommunizieren. Trostspendend für die Geflüchteten sind Zeichen der Zuwendung und Fürsorge. Zum Beispiel Versorgung mit Tee und Essen, Bereitstellung einer Decke bzw. eines warmen Zuhauses oder einfach bei der Person zu bleiben.
Hilfreich ist, wenn Sie Ruhe bewahren und Verständnis signalisieren. Geben Sie den Betroffenen das Gefühl, sich sicher, respektiert, verstanden und gut versorgt zu fühlen. Darüber hinaus sind alle Aktivitäten, die Betroffene auf positive Gedanken und Gefühle bringen und Momente der Entspannung schaffen, sehr hilfreich. Dazu gehören alle Aktivitäten, die bestehende individuelle Fähigkeiten, Hobbys oder Talente der Menschen fördern. Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft sind stabilisierend, heben die Laune und helfen beim Stressabbau. In unseren Videos in ukrainischer Sprache mit deutschen Untertiteln geben wir Informationen, wie Betroffene aktiv und handlungsfähig bleiben und gut für sich selbst sorgen können. Ermöglichen Sie Kontakte zu anderen Geflüchteten. Denn ein wichtiger Bestandteil für die Bewältigung des Erlebten ist der Austausch mit anderen Betroffenen. Mit jemandem über schwere Gedanken und starke Gefühle zu sprechen oder einfach nur gemeinsam die schlimme Situation auszuhalten, entlastet und hilft, unangenehme Erfahrungen zu verarbeiten. Sie merken, das, was Menschen in akuten Stressreaktionen brauchen, ist nichts Fremdes oder Außergewöhnliches. Sie brauchen vor allem Sicherheit, soziale Unterstützung und Nähe und Stärkung ihrer sogenannten Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, selbst handlungsfähig zu sein und etwas verändern zu können. Gleichzeitig ist es uns wichtig, Ihnen ein paar Tipps zu geben, wie Sie sich selbst vor Überforderung und Belastung schützen können. Verantwortungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit bedeutet, dass Sie auf Ihre eigene Gesundheit und Ihr Wohlbefinden achten und Ihre Grenzen respektieren. Dazu gehört, dass Sie Ihre Gefühle und damit Grenzen wahrnehmen und regelmäßig reflektieren. Um helfen zu können, müssen Sie auf sich achten. Wer von Ihnen schon einmal mit dem Flugzeug geflogen ist, erinnert sich vielleicht an die Sicherheitseinweisung bei Sauerstoffabfall in der Kabine. Zuerst ziehen Sie sich selbst die Maske über und dann helfen Sie anderen. Einige hilfreiche Links zum Thema Selbstfürsorge finden Sie im Text unter diesem Video, in unserem Wegweiser für Ehrenamtliche und auf unserer Homepage auf der Seite Fragen und Antworten zur psychosozialen Unterstützung für Menschen, die Geflüchteten helfen. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre wertvolle Arbeit und Unterstützung und wünschen Ihnen viel Kraft und alles Gute.